Guten Tag, willkommen nochmal zur dritten Vorlesung. Heute Digitalisierung im Entwicklungskontext. Alles wie immer Entwicklungskontext. Und wir werden uns zunächst mal der Frage widmen, was ist eigentlich Digitalisierung und warum reden wir davon? Also insbesondere natürlich in der Entwicklungszusammenarbeit. Dann schauen wir mal hier auf die Tafel. Also Definition, was ist Digitalisierung dann? Bedeutung, wieder diese deskriptive und auch diese normativen Aspekte. Wir werden einen kleinen Film schauen über die Digital Divide auf TEDx wieder. Und dann gucken wir uns ein paar Beispiele an und dann kommen wir zur Aufgabe. Gewohntes Format. Zunächst mal zur Begriffsdefinition. Dazu würde ich wirklich gerne auf die englischen Begriffe zurückgehen, nicht weil wir generell gerne Englisch reden, aber im Englischen gibt es den Unterschied zwischen Digitization und Digitalization. Mit Digitizing, also ohne das L quasi, ist die Konvertierung von Daten gemeint, die dann dazu führen, dass ein Computer sie verarbeiten kann. Ja, das ist Digitizing, also sowas wie Videos, die früher mit alten Kameras aufgenommen worden sind und die hat man dann durch so ein Konvertierungsprogramm gejagt und dann kamen da digitale Daten raus oder auch CDs waren die so die ersten digitalen Daten. Und heute macht man das natürlich alles direkt. Ja, aus dem Fotokopierer ist dann eigentlich ein Scanner geworden, sieht quasi immer noch genauso aus wie vorher, ist aber de facto ein Scanning-Vorgang. Und so ist quasi aus diesen technischen Vorgängen sind dann so, das kam so um die Jahrtausendwende, würde ich sagen, da kam das alles auf. Diese, wie man schon an dem Fotokopierer merkt, sind aus diesen technischen Vorgängen dann auch Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe gekommen. Also zunächst die Firmen, wo die Technik quasi in der Werkstatt, in dem Maschinenbau eingesetzt wurde und dann aus diesen Produktionen raus rüber in die Büros kam, also die PDF, die Fotokopierer und so weiter. Und dann haben wir es also letztendlich auch für Geräte, für den privaten Konsum zu tun. Ja, alles digital. Heute natürlich alles, quasi alles ist digital. Also der nächste Schritt, an dem wir schon stehen, ist jetzt Machine Learning und künstliche Intelligenz. Das sind so die nächsten Stufen der Digitalisierung, würde ich so wagen zu prophezeien. Ja. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Daten digital vorliegt, erstmal heißt das ja in der Regel, dass der Austausch schneller vonstatten gehen kann und leichter vonstatten gehen kann, kennen wir alle. Ja, also irgendwo Daten in Japan erhoben werden, sind sie sofort zugänglich hier. Man kann was hin und her e-mailen, aber auch noch viel, viel, viel größere technische Dinge. Und insgesamt kennen wir auch alle, gibt es natürlich die Ansammlung von gigantischen Datenmengen. Und in dieser Ansammlung von gigantischen Datenmengen, Big Data genannt, liegt natürlich die Möglichkeit, ganz anders Erfahrungen aus diesen Daten herauszuziehen, ja, aus dem Konsumentenverhalten zum Beispiel, ganz andere Schlussfolgerungen zu ziehen, aus Fragen, die man bei Google stellt, Schlussfolgerungen über die Ausbreitung von einer Pandemie zu stellen, herauszubekommen. Und dieser Sache hier kann ich wirklich sehr empfehlen, hat sich der Herr Seth Stevens-Divadovitz, der früher mal bei Google AI, also Algorithmen und so weiter geschrieben hat, diese Frage hat er sich gestellt. Mal gucken, mal meinen Kopf wegnehmen, sodass ich dich scharf stellen kann. Ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Sehr unterhaltsam, zum Teil sogar spaßig, aber auch sehr insightful. Ne? Everybody lies, Big Data, New Data and what the Internet can tell us about who we really are. Also er geht da auf Sachen ein, auf die Fragestellung Everybody Lies, zielt darauf ab, dass Marketing und so weiter ja immer Surveys macht und so weiter und probiert rauszufinden, was Leute
wirklich wollen. Und da jeder im Survey lügt, ja, weil er aus unterschiedlichsten Gründen, ist das ein Nachteil, den wir alle kennen. Und die Möglichkeit, die Google hier bietet, nämlich in großer Art und Weise aufzunehmen, was Leute eigentlich so als Fragen und als Suchworte eintippen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und auf diese Art und Weise konnte man also, wenn Leute eingegeben haben, Kratzen im Hals, also gewisse Symptome, was ist das, in der großen Menge, die das vonstatten geht, nicht nur bei Google übrigens, aber bei Google hat er gearbeitet und stehen natürlich viele Daten zur Verfügung, darin besteht die Möglichkeit, ganz enorme, wichtige Tendenzen abzusehen und zu erkennen. Und diese Sache, finde ich, ist also, das geht weiter darüber hinaus, wie zu sagen, ja, wir wissen, wir werden alle ausspioniert als Konsumenten, aber wenn wir Marketing machen, sind wir happy darüber, dass wir diese Daten haben. Und irgendwie, wo finden wir uns in der Mitte? Ja, also es wird konkret gezeigt, wie das eigentlich funktioniert, also nicht wie Algorithmen geschrieben werden, aber wie diese Vorgänge sind und was da alles an Schlussfolgerungen gezogen werden kann und was auch nicht. Also es ist wirklich sehr interessant, sich damit mal zu beschäftigen und erleuchtet auch viele Dinge, die ich glaube, so im Geschäftsprozessen ganz wichtig sein können, weil eben dieser nächste Schritt eben KI, Machine Learning und so weiter ist und nicht reine industrielle Produktion. Also hat Repercussions, würde man sagen. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier geschrieben, Bedeutung, Begriffsdefinition, ja, sicherlich, warum reden wir eigentlich über Digitalisierung? Ja, einfach gesagt ist Digitalisierung einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor von Entwicklung und wahrscheinlich zurzeit der Faktor, nicht nur weil alle darüber reden, aber es ist so gerade der Schub, nachdem wir die Industrialisierung hatten, die Mechanisierung und so weiter, ist im Moment die Digitalisierung wahrscheinlich der Faktor, der seit ein paar Jahrzehnten jetzt Fortschritt antreibt und Fortschritt und Entwicklung stehen natürlich logischerweise zusammen, also Entwicklung und Entwicklungskontext, verschiedene Länder und so weiter. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch sagen, Digitalisierung ist im gewissen Sinne eine eigene Dimension von Fortschritt. Ja, eins scheint sicher, fast überall, wo derzeit über Fortschritt geredet wird, ja, und der konstatiert wird, ist digitale Technologie Teil davon. Also sehr starke Verquickung zwischen Digitalisierung und Technologie und technologischem Fortschritt. Mag sein, dass das offensichtlich ist. Und diese Technologie wird also damit auch zum entscheidenden Motor und wichtigsten Motor von Fortschritt geradezu gepredigt, ja. Und man kann sich natürlich jetzt immer darüber die Frage stellen, was hat das für Auswirkungen, welchen Stellenwert hat Forschung, technologische Forschung? Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie werden darüber hinaus die Geschäftswege beeinflusst, die Mittel und Wege, wie wir Geschäfte machen, wenn das alles sehr technisch abläuft, weil von Digitalisierung getrieben. Und das ist natürlich jetzt die Frage dieses deskriptiv-normativen Digitalisierungsgedanken, genauso wie wir das bei der Globalisierung ja auch schon gehört haben, hat. Bei Globalisierung habe ich ja gesagt, man kann einfach davon reden, dass Vernetzung wirtschaftlicher Art da ist, aber es gibt viele Aspekte, die sehr da um diese Bewertung dieser Sachen geht. Und so ist es bei Digitalisierung natürlich auch. Also es gibt diesen rein technischen Vorgang, Digitization und Digitalization, dann quasi das auf die ganzen Prozesse, die ablaufen. Aber in Digitalization liegt natürlich auch dieser Aspekt, dass man sich fragt, wozu führt das? Ja, was heißt Digitalisierung, wenn er wirklich auf die Gesellschaft stark Einfluss nimmt? Und das sind Fragen, die sich ja auch zusehends große Tech-Giants stellen müssen, weil sie einfach so viel Kontrolle über den Markt haben und so eingreifen in die Gesellschaft, dass eben Mark Zuckerberg und so weiter vor dem Kongress aufkreuzen müssen und sich Fragen stellen müssen. Und wir alle haben es in der Hand, ja. Also,
Die Frage ist zum Beispiel, kommt es zu einem nicht nur Umweltproblemen dadurch, ja, so ganz klassische Umweltprobleme mit Auswirkungen auf Klimawandel, sondern eben auch ganz andere Sachen. Und dazu gibt es dann zum Beispiel eben auch die Frage, welche Technik schaffen wir? Da sind wir dann alle als Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, mit beteiligt. In der aktuellen Brand 1, ja, nee, das ist nicht die aktuelle, das ist Themaheft. Quatsch. In der aktuellen Brand 1, ja, die 12, also Dezember 2020, gibt es einen sehr schönen Artikel über das Innovationsparadox und darum, ob Technik Probleme geschaffen hat, die es vorher nicht gab. Also stellt das Digitalisierung, wie soll man es nennen, ja, das ist schon fast ein Mantra, ja, das Digitalisierungsmantra nicht nur in Frage, sondern sagt, es schafft vielleicht Probleme, die es vorher nicht gab. Ja, können wir uns sicherlich einiges darunter vorstellen, was wir selbst kennen. Und wichtig ist, dieser Glaube, ob diese Technik dann wieder bessere Technik hervorbringt im Forschungsprozess, mit dem man dann wieder noch diese Probleme wieder lösen kann. Und damit kommt man immer in diese Schleife rein. Und das ist wahrscheinlich das, was mit Technik Glaube, in dem Fortschrittsglauben zu tun hat. Und in dem Zusammenhang wird dann auch über Sprunginnovationen gesprochen, Leapfrogging. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Dinge zu sagen. Das ist leider jetzt hier nicht das Thema, aber Leapfrogging, also das Überspringen von Entwicklungspunkten, spielt im Entwicklungskontext eine große Rolle, wird auch immer wieder diskutiert. Ganz einfach würde ich jetzt mal so umschreiben. Damit ist gemeint, dass man gewisse Entwicklungsprozesspunkte auslässt, ja, weil man vorher gesehen hat, wie entwickelte Länder in Anführungszeichen, welche Schritte die durchgangen sind. Und da man schon weiß, wo man ist, kann man versuchen, nicht durch durch jeden Punkt der Innovation, der Entwicklungssteigerung hindurchzugehen und direkt hinzukommen. Also wie ein Frosch einen Stein überspringen, gleich auf den nächsten springen. Ja. Was natürlich eine Riesendiskussion ist im Einzelfall, was man da machen kann. Ja. Und die Hoffnung ist natürlich immer, dass man so das ein oder andere Jammertal mit Arbeitslosenzahlen und so weiter, die durch Digitalisierung vielleicht erstmal erhöht werden, weil Leute freigesetzt werden, dass man genau die überspringen kann und gleich nur zu einem nächstbesseren Jumping Stone kommen kann. Ja, also das ist die aktuelle Brand 1. Und es ist also, man sieht schon, Digitalisierung in gewisser Hinsicht ein gewisser Hype, der eng mit Innovation und Technik und Technik-Hype verbunden ist. Ja, und dann schauen wir nochmal zur Brand 1. Ich hatte vorhin schon mal das falsche Heft. Das ist das aktuelle Themenheft zu dem Thema Digitalisierung. Ist also diesen Monat rausgekommen. Ja. Beschäftigt sich nur mit Digitalisierung. Und wenn man jetzt hier in das Inhaltsblatt reinschaut, ja, gehe ich mal so durch. Dann wird klar, das ist ein alternatives Wirtschaftsmagazin insofern. Also Sie sagen selbst, es ist ein Magazin, was es hätte so gar nicht geben dürfen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn man hier durch, ich schaue mal so durch hier. Also, was sind die Titel? Corona-Tech, die großen Unbekannten, Bitkom-Chef, IT-Dienstleister Deutschlands, dann IT-Security ist ein Thema, Heizungs-Lüftungsbauer, IT-Lehrstück, Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt verschwunden, Amazon Chief Technology Officer, Werner Vogels und so weiter. Die Branche in Zahlen, wie viel da sind, können Rollstuhlfahrer demnächst ein Exoskelett per Gedanken bewegen? Roboter, Blockchain, 3D-Druck und so weiter. Also ich will ja nicht alles, habe ich schon fast alle vorgelesen, aber man sieht, wo es drauf hinausläuft, ja. Und zum Schluss ist hier halt eben auch noch das Ranking der besten
IT-Firmen angegeben, wieder also so eine Umfrage gemacht und es dargestellt. Also ganz klar, also Digitalisierung heißt Technologie. Wollen wir das mal damit abschließen und ein Zwischenresümee vielleicht hier ziehen. Also Digitalisierung wird von diesem Wirtschaftsmagazin in erster Linie als State-of-the-Art-Technology, insbesondere IT, verstanden. Und ich glaube, damit sind wir uns alle irgendwie einig. Aber Digitalisierung hat eben soziopolitische Auswirkungen. Also ich würde sagen, Digitalization beinhaltet eben auch die Transformation von Geschäftsvorgängen und ganzen Modellen durch die Technologie, was über Digitalization hinausgeht. Und diese Digitalization findet auf vielerlei Ebenen statt und führt da auch offensichtlich zu immenser Kapitalakkumulation, sodass die Tech Giants auch in für sie neue Felder, in den neuen Feldern zum Einsatz kommen und mit ihrem Kapital da reindrängen. Ja, da wollte ich jetzt mal kurz zeigen, da gibt es von einem Artikel zu von Apple und Amazon Moves in Health, a Signal in a Coming Transformation. Der ist jetzt 2 Jahre alt, der Artikel, aber ja, es geht darum, dass durch diese Digitalisierung immense Kapitalmengen auch angehäuft werden und dadurch können diese großen Firmen hier, Apple und Amazon, in ganz neue Felder vordringen, eben Public Health hier in dem Fall, also öffentliche Gesundheitsvorsorge und da neue Dinge angehen. Ja, und damit kommen natürlich massive Verschiebungen. Auf diesen Kapitaleinsatz komme ich gleich nochmal zurück. Hier wichtig ist vielleicht natürlich, muss ich einfach erwähnen, als ehemaliger Politikstudent, wie ihr gesehen habt, mit langen Haaren früher, ja, sicherlich kommt man bei der Frage auch immer auf diese Frage der Kartellbeschränkungen, aber das ist nicht das Thema, ja. Ist aber sehr interessant, ne? Wichtig ist mir, dass genauso wie Globalisierung, die wir ja letztes Mal besprochen haben, es auch einen wertenden Digitalisierungsbegriff gibt. Einen, der auf diesen sozioökonomischen Transformationen und vielleicht sogar Verwerfungen rekurriert. In der Praxis, wenn Menschen also über Digitalisierung reden, sind Übergänge natürlich und fließend, ja, gerade in den Medien. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was die sachlichen Aspekte sind, Technik, Wirtschaft und die persönlich-gesellschaftlichen Tendenzen, die eigentlich nicht unbedingt eine quasi logische, automatische Auswirkungen der Technik sein müssen, weil wir Menschen und Gesellschaften diese Prozesse ja gestalten können. Ja, wir können es wirklich. Ob wir es wollen und tun und wie wir es durchsetzen, eine andere Frage, aber wir können. Ich würde sagen, jetzt muss ich mal hier wieder auf meinen. Jetzt gehen wir mal, jetzt waren wir bei der Brand 1, jetzt gehen wir mal zum Themenfeld der EZ. In der EZ gibt es natürlich einiges, was auch mit Digitalisierung zu tun hat. Wie ich gesagt habe, ganz am Anfang der ersten Vorlesung im Prinzip sind die Themen der Entwicklungszusammenarbeit heute quasi so umfassend wie die Themen, die es in jeder Ökonomie auch gibt. Nur eben geprägt mehr durch Kooperation und durch die Tatsache, dass da Mängel sind im Vergleich zu entwickelteren Wirtschaftssystemen. So, was hat sie also damit zu tun? Ja. Ganz wichtig, Digitalisierung ist verbunden mit Fortschritt und Fortschritt ist natürlich genau das, worum es geht bei Entwicklung. Ja, und wie komme ich dahin? Und jetzt habe ich diesen Begriff der Entwicklung und des Fortschritts und des Kapitals. Und wir haben festgestellt, diese großen Firmen akkumulieren sehr viel Kapital. Und man braucht in der Regel auch eine Menge Kapital, um sich zu bewegen. Ja, und die ist also Kapital ist, also Fortschritt, digitaler Fortschritt ist ein Beschleuniger von Entwicklung. Und die Frage, die man sich dann natürlich im Entwicklungskontext stellen will, wenn man das als Projekt einfließen lassen will, wie bekomme ich die Personen oder vielleicht auch die Firmen
dazu, dass sie Zugang zu diesem Beschleuniger, zu diesem Booster Technology haben. Und natürlich weiß man, kapitalintensiv in der Anschaffung. Also, wenn ich grundsätzlich Kapital in die Entwicklungsländer reinbringen will, weil das ist natürlich das Hemmnis schlechthin. Die Menschen haben kein Kapital, die Firmen häufig auch nicht. Wie bekomme ich das Kapital dorthin? Das ist ein potenzielles Problem bei der Entwicklungszusammenarbeit und Technologie und Digitalization. Kapitalmangel. Ja. Und dieser Kapitalmangel bezieht sich jetzt nicht nur auf große Investitionen, sondern auch auf Kapitalmangel der Individuen, die also einfach kein Geld haben, um sich einen Computer anzuschaffen. Erstens, ja. Zweitens, aus groß diskutierten Gründen keiner weiß es so wirklich sind die Datenflüsse, ja, also das Guthaben, wie wir es kennen, für Daten, ja, das Airtime auf Englisch, ist in Afrika zum Beispiel immer noch sehr teuer. Ja, also man hat eine recht gute Deckung mit Cellphone-Masten und so weiter. Ja, das ist alles kein. Aber wenn man eben Daten bewegt, wird das sehr teuer. Ja, also im Vergleich zu uns ist das ein ganzes Stück teurer jetzt. Und dann ist die Frage, wie bekommt man als Firma, ja, wenn man sich an der Digitalisierung beteiligen will, wie bekommt man Zugang zu Kredit und Finanzierung, um zum Beispiel die Hardware zu bekommen? Ja? Und da geht es natürlich häufig darum, das ist jetzt eher ein Problem der Finanzwirtschaft, was damit auch stark verbunden ist, dass die Banken dieses sogenannte Collateral, also die Sicherheiten haben und sehen wollen. Und zum Beispiel in dem Bereich, wo ich arbeite, nehmen die Banken halt zum Beispiel Viehbestände, so eine klassische Sache, wo man in Afrika oder überall auf der Welt ja immer, das war ja immer eine Sicherheit, das nehmen Banken nicht als Sicherheit an, wegen vielleicht ausbrechender Tierkrankheiten und so weiter. Und ja, deswegen haben die Menschen keinen Zugang zu Finanzierung für Digitalisierung, häufig, ja, oder vermindert, und das hemmt natürlich die Entwicklung. Ja, und diesen immensen Return on Investment, den man erzielen kann, zu dem kommt es natürlich nicht, weil man nicht investiert. Ja, aber es kommt natürlich auch dazu, dass ausländische Investoren nicht investieren wollen manchmal oder sehr zögerlich sind, weil es an Rechtssicherheit mangelt. Ja, und Rechtssicherheit ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Mit anderen Worten, ich investiere vor Ort in einem Entwicklungsland und bringe Hardware rein, und dann gibt es in irgendeiner Form Ärger mit irgendeiner Institution, mit einer anderen Firma, und das Gericht macht undurchsichtige Entscheidungen. Ist vielleicht, muss nicht mal korrupt sein, ja, aber es gibt schwierige Situationen. Und wenn man das vorhersieht, wenn es darum geht, dass man sein eigenes Geld investiert, dann ist man sehr zögerlich. Ja? Und das ist natürlich wahrscheinlich das zweite große Problem dort, ja. Dieser Aspekt, der Rechtssicherheit. Nun, dazu kommen natürlich noch die ganzen typischen wirtschaftlichen Risiken. Welche Preise kann ich erzielen? Können die Leute dann, also was auch immer das Produkt ist, was man mit dieser Technik in die Wege leiten will, ja, welche Preise kann ich erzielen? Abnahme, Kosten, die vielleicht erheblich sind, Lieferung, Zölle und so weiter. Das sind alles wahrscheinlich aber noch relativ einfach kalkulierbare Kosten, Faktoren, aber diese Rechtssicherheit ist natürlich für größere Investitionen immer wahrscheinlich das größte Problem, meine persönliche Wahrnehmung. So, der nächste Aspekt, der eine Rolle spielt, ist, dass es vielen Menschen an Wissen fehlt, wie sie Technologien bedienen sollen. Ja? Also in Afrika hat fast jeder mittlerweile ein Telefon. Die Durchdringung, also ich weiß jetzt nicht, die Zahlen habe ich jetzt was behauptet, aber ist sehr weit verbreitet. Ja? Und die Frage ist natürlich, inwieweit sind richtige Smartphones in der Verwendung? Das ist eine andere Frage. Aber natürlich nimmt diese Fähigkeit, mit dem Handy umzugehen,
immer mehr zu. Aber über diese normalen Anwendungen hinaus, wie kann man wirklich mit einem Computer etwas technologisch bewerkstelligen, das erfordert ja mehr als lesen und schreiben können und eine gewisse Fingerfertigkeit und Verständnis, wie das funktioniert. Und die heutigen Apps sieht man ja häufig an Jugendlichen auch, die können alles mit gewissen Apps machen. Aber wenn es darum geht, den Computer als Recherchetool richtig einzusetzen, dann wird es schwierig auf einmal, weil sie sich immer mit Instagram und bestimmten Sachen beschäftigt haben, aber den Computer als solches nicht verstehen. Also dazu kommt es natürlich nicht, wenn du das System nie in die Hand gekriegt hast. Und daran anschließend ist natürlich das nächste Problem im Entwicklungskontext, dass sich viele Menschen auch nicht wirklich vorstellen können, wie sie aus dieser digitalen Sache Geld machen können für sich. Darum geht es ja letztlich, ne? Also wie können sie das in ihren Wirtschaftskreislauf einbringen? Und in der Tat erscheint das natürlich häufig, wenn man sich einen relativ armen Subsistenzbauern vorstellt, wenn man da mit seinem Handy hinkommt, dann erscheint das ja natürlich irgendwo absurd. Aber es gibt in der Tat wirklich Technologien, die auch in diesen Situationen helfen können, die auch von Afrikanern entwickelt werden, ja, und die zum Beispiel also mit dem Handy Pflanzen, Krankheiten sofort erkennen. Die müssen natürlich mit einer Datenbank verbunden sein. Und manchmal braucht man Leute, die quasi dort als Vermittler quasi reingehen und diesen ersten Schritt machen, die auch ein bisschen Erfahrung und Wissen haben, weil sie ein bisschen also zu einem gewissen Teil studiert haben in Landwirtschaft oder Tierkrankheiten oder Pflanzenkrankheiten sich mit auskennen, ein gewisses Training, sagen wir mal, haben zur Technik und eben auch zu den Krankheiten, um das zu vermitteln. Ja, aber es gibt Schritte dort, die Technologie voranzubringen. Und darin kommen wir dann gleich nochmal in der Aufgabe darauf zurück. Ja, also Sie können nicht investieren, weil sie kein Geld haben. Die größeren Investoren von außen schrecken häufig durch die Rechtssicherheit mangelnden Rechtssicherheit zurück. Und man kann die Technologie häufig nicht bedienen. Man ist sehr weit davon entfernt und kann sich auch nicht wirklich vorstellen, was das für einen wirklich bringen soll. Ja? Kennen wir vielleicht auch selbst, ja, mit Techniken und du sprichst mit einer anderen Generation, mit anderen Vertretern, die sagen, das ist alles irgendwie, das ist abgedreht, damit kann ich nichts anfangen. Ja. So, deswegen schauen wir uns jetzt mal den Begriff Digital Divide an. Und dazu habe ich jetzt ein Video auf TED gesucht. Eigentlich ist es ein TEDx, also keiner wirklich so, ist nur wie TED organisiert, gehört also nicht wirklich in die TED-Reihe, ist nur so in dieser Art organisiert, ein unabhängiger TED-Talk von jemandem, ist auch nur knapp 10 Minuten lang, nicht so ganz. Ein deutsches Transkript gibt es leider nicht, aber ich glaube, der ist jetzt für alle diesmal leichter verständlich. Ist 9 Jahre alt, also die Zahlen sind sicherlich nicht mehr ganz so aktuell, vor allen Dingen was so er da zeigt, dann wie weit das Internet verbreitet ist und dass es eben Europa, USA hauptsächlich ist. Ich denke, heute will wahrscheinlich Südostasien noch ein bisschen stärker vertreten und die einzelnen richtigen Ziffern, die da drin stehen, sind natürlich nach 9 Jahren nicht mehr relevant. Aber es geht mir so darum, zu zeigen, auf was er da hinaus will, ist die Digital Divide. Also die Kluft, die sich auftut zwischen Leuten, die Technik benutzen können und Leuten, die keinen Zugang zu Technik haben und was das dann im Effekt bedeutet. Beschleuniger im Positiven wie im Negativen. Gucken wir uns das mal an. So, ja, jetzt sind wir fertig mit dem Video. Und wir haben gesehen, diese Kluft, die mit dem Einsetzen von Digitalisierung aufgetan hat, wird von ihm ja als nicht nur als Digital Divide, sondern sagt, das ist ein Abyss, also eine richtige tiefe Schlucht eigentlich, ja, nicht nur eine Trennung. Und
Mit anderen Worten, es kommt zu einer Beschleunigung von Entwicklung per Kapital, Zeit und Wissenseinsatz. Und die Menschen, die das nicht haben, werden in einem sich beschleunigenden Wettrennen immer mehr abgehängt. Und das ist natürlich eine kritische Sache für die Entwicklungszusammenarbeit, wenn man probiert, Technologie reinzubringen, ist das sicherlich sehr wichtig, aber man sieht daran, man muss sich sehr stark um diese Vermittlung von Technik bemühen, weil das reine Hineinbringen von Technik bringt nichts, wenn die Leute es nicht verstehen können. Oder wenn es vielleicht sogar dazu führt, dass in einem gewissen Land gewisse Teile dann den beschleunigten Wettlauf mitgehen können, aber die anderen trotzdem wieder hinten vorgelassen werden, ja. Und ich hatte ja auch letzte Mal oder vorletzte Mal schon gesagt, dass eben diese Idee, arme Länder, reiche Länder, durch die Schwellenländer in der Mitte schon aufgebrochen worden ist und eben auch, dass viele Arme auch in Schwellenländern leben, sogar der Großteil der Armen in Schwellenländern leben, nämlich China und Indien, weil sie sehr groß sind. Und dieser Punkt, wenn Technologie dort zum Einsatz kommt, gibt das einen Aufwind für die Mittelschicht vielleicht und so weiter. Aber die Frage ist, wie vermittelt sich das zu den Menschen, die dazu keinen Zugang haben, bildungsmäßig, ja, und so weiter. So. Schauen wir mal jetzt im nächsten Schritt auf die offizielle Entwicklungszusammenarbeit quasi, also in unserem Fall ja sehr viel GIZ. Die GIZ, die Projekte durchführt für Deutschland, ja, also Mittel von deutschen Ministerien, hauptsächlich das BMZ, nimmt und Projekte durchführt. Und da gibt es zum Beispiel hier ein Projekt, das ist Digitalisierung der ghanaischen öffentlichen Verwaltung. Da wird Digitalisierung unterstützt. Gehen wir mal darüber. Das schon mal vorbereitet. Ja, also hier sieht man jetzt, das geht darum, dass letztlich die öffentliche Verwaltung, der man ihnen hilft, digitale Prozesse, Computer wahrscheinlich und auch Prozesse einzusetzen, um sie zu stärken. Heißt also jetzt hier in dem Text, wenn man das dann genauer liest, ja, der Link ist in dem Skript drin. Es geht also um die Stärkung von zum Beispiel kommunalen Einheiten gegenüber, ja, dass da mehr in den kommunalen Verwaltungen an Geldmitteln und so weiter vorhanden ist, ja, also die Erhöhung der Einnahmen, das kommt hier unten auch hier, 65% mehr Einnahmen für die Lokalverwaltung, sowas, ja, und Mittel sind dazu zum Beispiel hier Success Factor, also partnerschaftlich basierte Kooperation, ganz wichtig, man arbeitet zusammen, um eben verschiedene Dinge zu erreichen. Die GIZ mit den verschiedenen Regierungsapparaten und Institutionen in Ghana, Distrikten und so weiter. Ja. Und man bringt halt natürlich Software und so weiter und Beratung und so weiter ins Feld. Also es ist jetzt nicht mein Projekt, kenne ich mich nicht besonders gut mit aus. Deswegen bitte selbst nachlesen. Ich kann da nicht oder sollte nicht zu viel darüber erzählen, weil das nicht mein wirkliches Feld ist, ja. Aber hier, gucken wir mal weiter. Ich gehe mal hier auf diese Seite. Unter dem Thema Fachexpertise wird jetzt zum Beispiel hier auf der GIZ-Webseite nochmal gelistet, dass eben natürlich Digitalisierung nicht nur in Projekten eine Rolle spielt, die irgendwie was Digitalisierung im Titel haben, sondern dass es natürlich in vielerlei Bereichen eine Rolle spielt. Und man kann hier sehen, also hier Informations-Kommunikationstechnologien, E-Learning-Angebote in Honduras, Albanien, Kenia, Tunesien und so weiter. Ja. Und er hat natürlich, wir reden hier vom digitalen Wandel, auch bringt natürlich einen Wandel auch in die Entwicklungszusammenarbeit, ja, wo die Entwicklungsarbeit selbst auch seine internen Prozesse steigern muss und kann und das auch tut, ja,
Und mehr Transparenz, ein Thema, was in der Entwicklungszusammenarbeit ja bekanntlich so immer eine Frage ist, ja. Und bessere Kommunikation kann natürlich dadurch erreicht werden. Das steht hier auch. Also Know-how, Einsatz von Consulting-Firmen, vielleicht für den einen oder anderen von euch auch irgendwann mal interessant, wenn man da zusammenarbeiten will. GIZ als Arbeitgeber oder als Auftraggeber, ja, für Consulting-Firmen. Da wird Geld ausgegeben, sehr interessante Projekte. So, dann schauen wir nochmal jetzt auf ein Projekt, mit dem ich zu tun hatte im Herbst, in meiner Rolle als Kommunikationsberater in der Entwicklungszusammenarbeit, jetzt wieder Landwirtschaft und Entwicklung. Da gab es einen sogenannten Innovation Challenge für die so eine Initiative Eine Welt ohne Hunger, also für ein Globalvorhaben und diese Initiative. Und da ging es im Prinzip darum, dass, muss ich mal eben jetzt raussuchen, wo ist der Link? Also es ging im Frühjahr schon los. Also man hatte drei verschiedene Bereiche im Bereich Landwirtschaft ausgemacht, in denen man eine Ausschreibung quasi gemacht hat für ein Award. Und sind über 1000 Zusendungen von kreativen Firmen, Entrepreneurs, so Anfängern in bestimmten Bereichen gekommen. Digitalisierung war auch einer von diesen drei Bereichen. Ja, aber im Prinzip geht es generell um Innovationen, die hauptsächlich technisch ist. Und das sind drei Bereiche und da sind jeweils fünf in die Endausscheidung gekommen. Und bei diesem dann online hat er dann stattgefunden, dieses Finale Ende Oktober, wofür ich der Technical Lead war, um das durchzuführen. Da sind dann die einzelnen Pitches, also die dreiminütigen Stücke, wo die Leute dann vorgestellt haben, in was ihre Innovation besteht. Also von diesen 15 Finalisten sind vorgeführt worden und eine internationale Jury hat dann entschieden und Beteiligung vom Ministerium und so weiter hat entschieden, wer gewinnt, erster, zweiter, dritter Platz und so weiter. Und es sind, wie gesagt, drei Bereiche, in denen diese Innovation vonstatten geht. Und diese Pitches sind vorher besprochen worden mit einer Firma, die gesagt hat, auf was es beankommt, also quasi Elevator Pitch. Und ich war dabei und hab dann gesagt, wir müssen das online aufnehmen. Man kann ja nicht nach Mombasa und so weiter fliegen, aber die Verbindung ist halt schlecht und wir müssen gucken, dass wir da sehr gute Aufnahmen hinbekommen, weil wenn ihr das live vorstellt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die ganze Sache eine ziemliche Katastrophe wird, weil wahrscheinlich jedes zweite, also zweite Verbindung nicht wirklich funktioniert und Stromausfälle und diese ganzen Probleme natürlich entstehen, wenn Leute aus wirklich entfernten ländlichen Gebieten zugeschaltet werden und so weiter, die Sache, wie sie ihre Kameras einstellen und so weiter. Jedenfalls sind die vorher aufgenommen worden und live eingespielt worden und die sind alle in einer Playlist abgelegt auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich den Link ja vorher schon geteilt. Ich würde sagen, wir teilen euch jetzt in eure Arbeitsgruppen auf, ja, und ihr guckt euch diese Videos an, sucht euch welche aus, teilt euch das ein bisschen auf, wer welche nimmt und entscheidet euch dann dafür, welche ihr nehmen wollt. Und wir gucken uns das dann ein bisschen genauer an, was ihr dann damit machen sollt und welche Aufgabe konkret ihr daraus ziehen sollt. Das machen wir dann gleich. Schaut euch jetzt erstmal einfach kurz die Sachen an.